Hallo und willkommen zurück. Ja, steuern wir auf jeden Fall mal noch die Hütte an. Und die andere Hütte. Und wie gesagt, ich denke mich jetzt nicht speziell auf die Lauer nach den Rothirschen oder dem anderen. Was ich finde, finde ich. Und was nicht, dann ist halt eben auch, ist halt eben so, ne? Weil, wenn ich jetzt ausgiebig danach suche, finde ich es sowieso nicht. Also von daher versuche ich es gar nicht erst. Sondern wie gerade eben, wenn wir schön mal so eine Lichtung haben von oben. Dann versuchen wir es mal. Wobei ich mich eigentlich eher gerne näher ranschleiche. Weil ich immer Angst habe, auf die Distanz nicht zu treffen. Beziehungsweise nicht so zu treffen, wie ich das will. Ist ja schon auf kurze Distanz nicht so einfach. Oh, warum muss der Wasserbüffel da sein, wo wir hingehen? Warum muss er noch geil sein? Dran den Wasserbüffeln aus dem Weg gehen. Das Einzige, was ich bis jetzt getroffen habe an Tieren, die mich auch so genervt haben, das waren die Bären. Das ist nämlich auch, sobald man auf irgendwas geschossen hat, auf einmal hat man gehört, da kam der Bär, da steppt der Bär. Wisst ihr, hier sind so viele Spuren. Aber dafür ist das schlechte Wetter oben, habt ihr es gesehen? Ja, da ist er, der Wasserbüffel. Soll nur bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich will jetzt da in mein Häuschen meine Ruhe haben und da ist schon der nächste. Und da ist auch schon der nächste. Ach, überall sind sie. Die müsste man abschießen. Die sind hier eine Plage, nicht die Hirschziegenantilopen oder wie sie heißt. Wo sind die Gauchos, wenn man sie braucht? Das Schlimme ist, dass wir jetzt quasi von da wieder bis dahin zurückgehen müssen, weil hier wieder in der Nähe nichts ist. Überall nichts.
Sehr enttäuschend. Müssen wir wieder durch dieses Wasserbüffelverseuchte Gebiet hier. Ich kann vielleicht auch das Quad holen, hä? Na, diesmal ist sogar einmal ein männlicher. Mal was Neues, ein bisschen Abwechslung. Na, hier haben wir noch was. Ich finde auch nur die Futterstellen von den verdammten Wasserbüffeln. Ja, gleich haben wir es. Dann können wir wieder zurückrennen. Oh Gott sei Dank. Ein Glück. Oh, so ein Mini-Bunker hier überall zum Mitnehmen. Da ist das Haus. Niemand da. Jetzt packen wir auf jeden Fall mal unsere Sachen ein. Unsere Zelte. Neuer Außenposten. Ja, sieht aus wie überall. Zur Aufrüstung. Als erstes brauche ich Munition, Pistole. Dann wie mache ich das jetzt wieder? Ah ja, warte, das. Oh toll, da brauche ich das ja gar nicht dafür. Auswählen. Verschieben.
Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Wie ging das? Inventar, Lockmittel. Laden. Zelte. So. Aha. Ah, das hier war jetzt eine schwere Geburt. War wirklich eine schwere Geburt. Ja, das ist, also ich muss sagen, was das, wie heißt das? Was das Menü und die Sachen angeht, ist das hier echt schwierig. Also ganz am Anfang, wo ich nicht gewusst habe, boah, war das was, um da rauszufinden, wie man das alles macht. Also es ist schon ein bisschen kompliziert gemacht, finde ich. Weil wir, glaube ich, ein bisschen zu warm angezogen sind. Ich habe immer noch meinen Skianzug an, wo wir, ich weiß gar nicht, wo wir waren, wir Bären jagen. Irgendwo im Winter. Da hat das eigentlich gepasst. Aber jetzt schwitzt man sich wahrscheinlich zu Tode. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.